Mein Name ist Peter Schmitz, komme aus Untersteckholz, Kanton Bern in der Schweiz. Wir haben einen gemischten Betrieb mit Milchkühen und Schweinen. Bei den Schweinen ist der Hauptstandpunkt ist das Deckenwarten. Das heißt, wir haben Deckwartebetrieb und zum Abferkeln gehen die Schweine auf Partnerbetriebe. Wir produzieren die Schweine in einem Ibe Swiss Label. Das ist ein Label von der Schweiz. Und das verlangt mehr Fläche, Auslauf und Stroh. Und somit haben wir entschieden, auf die Welfare zu setzen. Füttern und streuen mit dem Spotmix zugleich ein. Auf diesem Standort setzen wir auf die Spotmix-Anlage. Wir füttern alles verschiedene Fertigfutter von der Abferkelung über die Jageraufzucht, Mastschweine und die Galtschweine. Wir haben rund 10 Komponenten, verschiedene Komponenten, also rund 10 verschiedene Fertigfutter, die wir überall verschneiden und mischen und mit CCM in der Abferkelung, Jageraufzucht, Maststall ergänzen. CCM, warum? Wir haben ein gutes Maisgebiet hier und kann günstig Körnermais zukaufen und deshalb setzen wir auf CCM und ist gut für die Schweinegesundheit, haben wir festgestellt. Ein modernes Fütterungsmanagement mit smarter Bedieneinheit für den Stall ist das zentrale Steuerelement des Spotmix Multitalents. Die Spotmix Multiphasenfütterung mischt aus verschiedenen Einzelkomponenten alle benötigten Rezepturen und verteilt diese mehrmals täglich zu den einzelnen Ställen. Hier kann individuell für jeden Trog das gewünschte Trockensubstanzverhältnis eingestellt werden. Das Futter ist immer frisch und hygienisch. Die Spotmix Welfare ist eine Zusatzoption der Fütterungsanlage zur Verteilung von gehäckseltem Stroh in den Ställen. Das Stroh wird über die Strohmatikanlage aufbereitet und in den Spotmix Welfare Dosierbehälter geblasen. Über eine spezielle Schleuse kann das Stroh mit einer Faserlänge von bis zu 6 cm in den Luftstrom des Förderrohres eingebracht und zu den einzelnen Abwurfstellen geblasen werden. Die Ferkel im Abferkelstall lieben das frische Stroh. Tierwohl und Gesundheit werden damit gefördert. Zusätzlich werden auch die Abferkelbuchten mit gehäckseltem Stroh versorgt. Auch hier wird somit das Tierwohl für die Ferkel und die Muttersau verbessert. Besonders in der freien Abferkelung ist es für die Sauen wichtig, mit Strohnestbau betreiben zu können. Die Weiche des Fördersystems wird neu gestellt. Und schon bekommt jede Sau die gewünschte Ration in Menge, Futterzusammensetzung und Konsistenz. Natürlich darf auch hier CCM in der Ration nicht fehlen. Unmittelbar nach der Fütterung werden die Rohre sauber gereinigt. Die Sauen im Deckstall werden ebenfalls mit 2 unterschiedlichen Futterrationen gefüttert. Aufgrund des höheren Strohbedarfs werden die Liegekisten direkt mit dem Strohmatik-Fördersystem eingestreut. Auf dem Betrieb haben wir hier eine Strohmatik-Anlage, das heißt ein Ballenauflöser und eine Entstaubung, damit wir sauberes und entstaubtes Stroh haben bei den Schweinen. Wir stellen fest, dass sehr viel Staub im Stroh ist. Entstaubtes Stroh ist viel besser für die Schweinegesundheit. Es wird viel lieber gefressen, die Tiere fühlen sich wohl und haben viel, viel weniger Staubentwicklung in den Ställen. Somit auch weniger Ammoniak, haben wir wirklich festgestellt. Die Strohmatik-Einstreuanlage besteht aus einem Ballenauflöser für Rund- oder Quaderballen, wo das Stroh aufgelockert wird und in die Strohmühle gefördert wird. Die Strohlänge wird durch die Lochung des Siebes vorgegeben. Bei der Übergabe des Strohs in die mechanischen oder pneumatischen Fördersysteme wird das Stroh entstaubt. Der Wartestall ist als Kaltstall mit eingestreuten Liegebuchten ausgestattet. Also das Stroh wird dann im großen Stall wird direkt mit der Strohmatikanlage über das Rohrsystem verteilt, wo wir eine große Menge Stroh brauchen. Und dann im Abferkelbereich und Jageraufzucht
wird über die Spotmix-Anlage eingestreut. Auf dem Standbetrieb hier an diesem Standort haben wir den Deckstall. Das heißt, hier ist der Deckbetrieb. Dann die Warteschweine, die erste Trächtigkeitsdauer, sind in einer Großgruppe mit ca. 300 Schweinen. Und hier im Vordergrund sieht man die Remonten, die wir mit 180 Tagen zukaufen von einem Betrieb, Remontierungsbetrieb, bis sie dann deckfähig sind und in die Gruppe eingegliedert werden. Hier werden die trächtigen Sauen in einer dynamischen Großgruppe tierindividuell mit der Kompident-Abruffütterung restriktiv gefüttert. Nachdem die Sau die Abruffütterungsstation betreten hat, wird sie über eine elektronische Ohrmarke erkannt. Der Futtertrog schwenkt aus und die im Programm vorgegebene Futtermenge wird ausdosiert. Beim Verlassen der Station kann die Sau wieder zurück in die Gruppe gehen oder wird in einen Selektionsbereich, beispielsweise vor dem Abferkeln, selektiert. Eine integrierte Eberbucht im Wartestall ermöglicht das automatische Erkennen und spätere Selektieren oder Farbmarkieren von Umrauschern. Eine Besonderheit ist das Verfüttern von Mais-Ganzpflanzensilagen. Als wir angefangen haben, haben wir immer im Laufhof das Mais verteilt und somit konnten immer die stärkeren, dominanteren Schweine mehr Mais fressen. Und so gab es mehr Rangkämpfe um das gute Mais. Deshalb haben wir uns dann entschieden, mehr die Versuche zu machen, über die Spotmix-Anlage zu blasen und genau über die kompetente Abrufstation die richtige Menge jedem Schwein zu füttern. Somit haben wir eine gute Konditionierung der Sauen und eine ausgeglichene Härte. Für die zweite Phase der Trächtigkeit werden die Sauen auf den zweiten Betrieb der Familie Schmitz gebracht. Im Jahr 2017 haben wir dann die ersten Versuche mit dem Spotmix gemacht, damit wir über die kompetente Abrufstation jedem Schwein die richtige Menge füttern können. Inzwischen sind es rund 70% Frischsubstanz Mais und der Rest Ergänzungsfutter. Die Spotmix-Anlage mischt das Mais und die Ergänzungsfütterung, also das Ergänzungsfutter, zusammen. Und das fertige Gemisch wird auf die Kompetenzstation geblasen. Und dort wird über einen speziellen Austeilbehälter genau die richtige Menge jedem Schwein zugeteilt. Für mich ist die Spotmix-Anlage multifunktional. Ich kann überall jedes Futter füttern. Das heißt, ich kann Rohfaser füttern, ich kann einmal Mastfutter füttern, ich kann einmal Jagerfutter füttern, ich kann jederzeit erweitern. Das ist für mich der Hauptvorteil von der Spotmix-Anlage. Plus einstreuen.